So, wir bauen jetzt das Bett und dafür haben wir ja schon in dem ersten Video die Balken an die Wand gemacht und da kommen jetzt Querstreben drauf und auf die Querstreben kommen unsere Latten, ja, also das Lattenrost sozusagen. Dieser Hund. Immer mittendrin statt nur dabei. Gegen unseren Aussagen bei Instagram und Facebook und wo auch immer, dass wir die Trennwand drinnen lassen, wagen wir jetzt tatsächlich den Versuch und machen die Trennwand doch raus. Wir haben gerade so ein bisschen geplant, wie wir den weiteren Möbelbau machen mit Sitzgelegenheit und so weiter. Und irgendwie ist uns aufgefallen, dass die Maße, die wir uns überlegt haben, doch relativ eng bemessen sind. Beim Crafter ist es ganz cool, anders als beim T4 früher. Wir haben die Trennwand hier mit den verschiedenen Schrauben einfach nur festgeschraubt. Das heißt, theoretisch stellen wir uns vor, dass wir sie einfach nur losschrauben und rausnehmen können. Das testen wir jetzt einfach mal und dann gucken wir, wie viel Platz wir wirklich gewinnen und ob das für uns so die saubere Lösung ist, dass das funktioniert. Relativ weit schon. Wir haben aber auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, um unser Ziel von 30 Tagen einzuhalten. Heute geht es ums Möbelbauen und wie wir das machen und was wir dafür brauchen, seht ihr wie immer jetzt. Plan ist es jetzt, eine Trennwand hier wieder einzubauen, aber nur eine halbe aus Holz, damit wir hier was davor bauen können, ohne dass es nach vorne offen ist. Die Schwierigkeit bei sowas ist immer oder besteht immer darin, die Rundung der Wand an das Holz zu übertragen. Und da gibt es einen eigentlich relativ einfachen Trick. Also manche machen das mit Pappschablonen und so weiter. Man kann es aber auch relativ easy direkt aufs Holz übertragen, indem man sich ein Hilfsmaterial bastelt. Wir haben dazu genommen ein Stück Kantholz und wir haben dazu genommen eine Klemme und einen Bleistift. Es ist faktisch so, dass ihr jetzt hingeht, euch den Niedrig- oder den Punkt unten aussucht, wo es quasi gerade ist. Da stellt ihr den Bleistift drauf ein, also den Abstand von der Wand zum Bleistift.
dass das direkt an der Holzkante ist von der Trennwand oder von eurem Schrank oder von was auch immer. Und dann fahrt ihr an der Land lang nach oben und könnt somit mit dem Bleistift perfekt die Rundung anzeichnen. Das mache ich jetzt mal und guck mal, ob das klappt. Weil bis jetzt ist es nur ein Plan. So, hier ist der Nullpunkt. Wunderschön, die Linie. Hier unten haben wir angefangen, gehen dann hoch. Hier ist noch alles in Ordnung. Und hier fängt es dann an, die Wand abzuzeichnen. Natürlich ist das nicht 100%, das muss man dann nochmal nachzeichnen. Aber ich denke, das Ergebnis wird auf jeden Fall funktionieren. So, da bin ich wieder. So, schaut euch mal an, wie perfekt bitte diese Platte in die Ecke passt. Das ist doch echt gar nicht so schlecht. Gut, oben ist ein bisschen viel geworden. Aber so an sich kann man sehen lassen. So, während ich hier am Schrauben bin, ist Julia ganz fleißig und streicht die Teile, die wir verbauen wollen, alle weiß. Paul ist auch ultra fleißig und liegt in der Sonne und schläft. Faule Socke, ey. So, mal gucken, was die Julia da so treibt. Dö-dö. Hallo. Mittag. So, in nicht mal 5 Minuten haben wir hier unseren geilen neuen Grill aufgebaut. Ja, der ist echt süß. Und jetzt mal gucken, was er so kann. So, für alle, die sich gefragt haben, was das hier hinter uns ist, es wird eine Dusche. Ja, wir bauen eine Dusche in den Bus. Klingt bescheuert, ist es auch ein bisschen. Uns geht jede Menge Platz verloren, aber die Dusche hat folgenden Vorteil. Wir können duschen, logisch, und wir können im Winter unsere Ski da reinpacken. Wir haben einen, oder es soll noch ein Anschluss gelegt werden für die Standheizung, damit dieser Raum, der separate Raum, ja, als Trocknungsraum für Skiklamotten und auch für die Ski dient. Und dementsprechend ist es nicht nur eine Dusche, sondern ein Multifunktionsraum. Schrank, Gedöns. Das heißt, wir haben dann quasi ein Zimmer, Küche, Bad. Nice. Und wie wir die Dusche bauen, zeigen wir euch jetzt. So, ein langes Wochenende und ein anstrengendes Wochenende ist vorbei. Wir haben echt extrem viel geschafft. Die Küchenzeile ist drin, wir haben unsere Sitzgelegenheiten, wie ihr seht. Den Tisch haben wir noch gar nicht. Egal, Tisch bauen wir auch noch. Das ist das kleinste Problem. Wir haben eine Dusche gebaut. Nein, wir haben die Dusche vorbereitet, aber wir sind auf einem guten Wege zur Dusche. Genau. Man könnte schon mal vermuten, dass da eine Dusche reinkommt. Was haben wir noch gemacht? Da hinten in der Heckklappe sind ein paar Lautsprecher noch eingezogen, die wir an das neue Radio angeschlossen haben, welches wir die Tage auch verbaut haben. Ich glaube, davon haben wir gar kein Video gemacht. Ich glaube, das haben wir nur in der Story dokumentiert bei Instagram. Ja, also wir haben schon wirklich wieder viel geschafft, es steht aber noch viel vor uns. Die Dusche muss noch irgendwie fertig gemacht werden, die muss wasserdicht werden. Wir haben schon den einen oder anderen Plan, aber so richtigen finalen Plan haben wir noch nicht.
Da müssen wir jetzt nochmal grob oder nein, großartig kalkulieren und überlegen, wie wir das Ganze machen. Der Kühlschrank fehlt noch, das heißt, wir können hier vorne bei der Küchenzeile noch nicht weitermachen, bis der Kühlschrank da ist. Ich hoffe, der kommt aber nächste Woche. Weil wir haben nur noch eine Woche Zeit, bis die 30-Tage-Challenge ist. Genau, eine Woche noch. Aber wir schaffen das. Eine Matratze haben wir auch noch nicht. Matratze, ja, gut. Schaffen wir schon irgendwie. Genau. Ja. Ansonsten, es folgt die Tage noch ein Video zum Standheizungseinbau. Legt sich die ganze Zeit am Lörres einfach. Paul, das gehört sich nicht. Also die Standheizung wird die nächste Woche auch noch angeschlossen. Das versuche ich auch alleine zu machen oder mit einem Kumpel zusammen. Ohne Hebebühne bei uns im Hof. Mal schauen, ob das gelingt. Und ja, genau. Wenn euch unser Video gefallen hat und ihr denkt, ihr müsst noch mehr Videos von uns sehen, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, erzählt euren Freunden von unserem Projekt und folgt uns bei Instagram. Friendship. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.